Liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zur Backfocus-Folge vom was überhaupt 16.07.2018. Ich bin heute ein bisschen unterwegs und trotzdem wollte ich euch mit den entsprechenden Neuigkeiten versorgen, die ich gefunden habe im Netz. Gucken wir mal auf meinen tollen Spickzettel, was es da Neues gibt. Und ich hoffe, dass ich das nachher im Schnitt mit den Einblendungen da oben ganz gut hinkriege. Also, zuerst mal haben wir Instant Magni. Das ist ein Instant Back für 35mm Kameras, nachdem es ja schon Sofortbildbacks für Mittelformatkameras gab und auch Instant Backs für Mittelformatkameras. Nun also auch für 35mm Kameras, für Spiegelreflex- und Messsucherkameras. Das Ganze hat eine etwas eigenwillige Konstruktion, das sieht man auch hier oben. Im Bild, da gibt es nämlich einen wunderschönen Trichter, der das Bild nach unten umleitet. Und da kommt dann das Instant-Filmmaterial rein, ja, und dann kann man damit fotografieren. Die zweite Kickstarter-Kampagne, die da ganz interessant ist, ist der sogenannte Pixelator. Für all diejenigen, die keinen Scanner haben und keinen Makroaufbau für ihre Kamera nutzen wollen, gibt es für kleines Geld die Idee, im Prinzip einen Rahmen mit Masken zu verwenden. Das Ganze ist jetzt gerade auf Kickstarter gelauncht. Da sehen wir hier oben die entsprechende Kampagne. Das finde ich durchaus interessant, vor allen Dingen die Idee, das so einem doch vergleichsweise günstigen Preis zu machen. Einige Anwender von Diana oder Holger Kameras dürfte sehr freuen, dass es jetzt auch eine Diana Instax Mini geben wird. Also eine Diana Kamera für das Fuji Instax Format. Dazu gibt es gleich 6 Linsen, Wechselobjektive, auch ein bisschen Diana untypisch, aber bei der Diana F war das ja schon durchaus üblich. Ich gucke mal eben auf meinen schlauen Spickzettel, also wir haben 110, 75, 20, 38 und 55 mm, das heißt, man ist also für nahezu alle fotografischen Anwendungen tatsächlich ausgestattet. Ja, wer das interessant findet, der sollte hier oben mal sich auf die Seite begeben. Link wie immer unten in den Shownotes. Da findet ihr dann jede Menge mehr dazu. Das finde ich durchaus ein interessantes Projekt, die Diana als Instax, als Sofortbildkamera umzusetzen. Thomas J. Müller hat sich zur Aufgabe gesetzt, im Rahmen seiner Design-Diplom-Studie eine Entwicklungsumgebung aufzubauen, mit der man Filme zu Hause entwickeln kann. Das ist relativ interessant, sieht toll aus, ist meines Erachtens aber nicht ganz an der Praxis gereift. Schaut euch das Ganze mal gerne hier oben an. Das Ganze ist, wie gesagt, noch im Entwicklungsstadium. Ob das jemals was wird, das wird sich dann noch zeigen. Aber naja, im Grund das vorzustellen, auf jeden Fall. Das Ganze soll dann Canton Laboratory DX heißen. Und naja, ob es auf den Markt kommt, das wird sich definitiv zeigen. Und die letzte Nachricht für heute kommt aus dem Hause Kodak. Da habe ich jetzt kürzlich die News erhalten, dass der Professional Pro Image Film, ein 100 ISO Filmmaterial, das bis jetzt nur in den Überseemärkten erhältlich war, jetzt auch nach Europa kommt. Als Fünferpack eine relativ günstige Alternative als Farbnegativfilm. Und das ist durchaus eine gute Nachricht, während wir noch immer auf den neuen Ektachrom warten. Ja, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und werde dann berichten. Für heute soll es das gewesen sein an News. Bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und ich werde hier jetzt noch ein bisschen Schiff fahren. Und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Bis dahin sage ich wie immer
Viel Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.